Ich musste einfach lachen. Ja, ich musste einfach lachen. Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt eine Real-Life-Story. Wie ich schon im Titel gelesen habe, geht es heute um meine Schulzeit, also wie ich noch in meine alte Schule gegangen bin. Und so meine Direktorin. Im Hintergrund sieht einfach Far Cry Gameplay und ich werde einfach ein bisschen rumfahren und euch die Geschichte erzählen. Das Ganze wird maximal ein paar Minuten dauern. Gönnt euch die Zeit, es ist echt wird. What the fuck macht der Digga? So. Dann fangen wir mal an. Ich sitze auf dem Tisch mit ein paar Freunden. Unter Freunden beschimpft man sich natürlich gegenseitig. Ist normal. Und ich habe einen Freund von mir beschimpft. Und hinter mir stand halt ein Lehrer und ich habe halt nicht gecheckt, dass hinter mir ein Lehrer stand. Und der Lehrer sagt zu mir, ich soll mich entschuldigen und ich wollte einen auf cool machen und habe ihn ignoriert und habe mich natürlich nicht entschuldigt. So. Dann hat er mich gepackt am Arm, ist er dann zu mir in die, also hat er mich in die Direktion gebracht, zu der Direktorin. Direktorin sitzt da. Kann man hier durch? Auf jeden Fall die Direktorin sitzt da und macht einfach gar nichts. Tippt ein bisschen am PC rum. Bla bla bla. Und auf einmal, ne? Kommt der Lehrer zu mir, hat gesagt, ich soll mich nochmal entschuldigen. Gott. Ey, what the fuck? Grenade, bitte, bitte. Ich hab ihn dead. Egal, Leute. Scheiß drauf, Digga. Auf jeden Fall hat der Lehrer dann gesagt, was ich zu ihr gesagt habe. Das Schimpfwort, was ich gesagt habe, sage ich jetzt lieber nicht zu euch. Das ist ein bisschen krass. Und auf jeden Fall hat die Direktorin mich dann so richtig angeschrien, ne? Die hat ihren Mund so weit aufgerissen, dass ich dachte, die frisst jetzt gleich drei Babys. Das war anders wild. So, und auf jeden Fall hat sie mich dann angeschrien und ich bin dort gestanden. Und ich musste einfach, wie ihr am Thumbnail schon erkennen konntet, ich musste einfach lachen. Ja, ich musste einfach lachen. Wie sie hatte so eine Pferdefresse. Also wenn sie schreit, ihr Gesicht war gefüllt ein Pferdekopf. Ihre Zähne sind komplett nach vorne gesprungen. Und ich musste so lachen. Und ich musste so lange lachen, bis sie einfach sagte, ich soll einfach wieder in meine Klasse gehen und sie wird meine Eltern anrufen. Oh mein Gott, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Leute, falls ihr mehr Real-Life-Stories sehen wollt, vielleicht auch mit Facecam, dann würde ich euch bitten, das Video jetzt zu liken, auf 20 bis 25 Views hoch zu pushen und ja, ich habe viel in meinem Leben schon erlebt und ich könnte euch das alles gerne erzählen. Ich hätte kein Problem damit. Zum Abschluss wollte ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, die zwei Glocken und ich würde sagen, Moin Meister und tschüssi Bissi.